Herzlich willkommen und einen wunderschönen Vormittag hier bei Heavy Traders. Ja, wie gewohnt darf ich euch heute wieder herzlich einladen, dabei zu sein beim Team Trade des Tages später um 14.15 Uhr. Und zwar nicht nur einfach so, sondern jetzt auch im Kontext der Abschluss der Woche und eben der Terminkontrakte. Ja, wir haben heute den großen Terminverfall am Freitag. Das jetzt auch noch zusätzlich mit dem Zinsentscheid, den wir da jetzt auch Mitte dieser Woche gehabt haben. Und das wird natürlich eben bei uns im Fokus sein. Also gerade nochmal ein Update zu geben, auch über die Indizes, auch über den DAX in diesem sogenannten Hexensabbat. Klar, natürlich hier in dem Kontext das Ganze schon um 13 Uhr, während dann natürlich eben das Ganze die Aktien um 17.30 Uhr betreffen wird. Also auch da natürlich aber später mehr. Und vor allem, wenn wir uns da mal eben einen Kandidaten rauspicken, wo wir eben relativ große Chancen sind, gerade davon zu profitieren, eben mit einer ja, super Erholungsrallye, gerade 24% Chance innerhalb der Aktie, die wir da eben sehen. Es geht um die HelloFresh, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt in die Charts. Und da sehen wir auch direkt erstmal so weit den DAX, ja, dass wir da zumindest mal heute und gestern, also die letzten zwei Tage, erstmal etwas zurückgekommen sind. Auch dieser relativ starke Aufwärtstrend ist ja immer noch intakt. Also da haben wir ja soweit erstmal noch keinen Durchbruch. Wir haben ja auch damit gerechnet, dass wir erstmal einen Ticken runterkommen. Wer sich erinnert, wir haben ja dann am Mittwoch auch soweit unsere DAX-Position geschlossen, hier eine Gewinnmitnahme erreicht. Und natürlich sind wir da auch weiterhin offen für einen erneuten Einstieg. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen, das Ganze ist jetzt nochmal als neues Feature für die Plus-Mitglieder. Das heißt, generell die Indizes, ob das jetzt der DAX ist oder der Nasdaq, werden auch von vornherein von uns auch unabhängig von diesem Sendungsformat hier mit ohne Ankündigung auch reingenommen. Das Ganze erfahren dann natürlich die Plusmitglieder, ob wir dann eben auch unangekündigt dann erneut in einen DAX oder eben einen Nasdaq reingehen. Das nochmal hier in dem Kontext. Wir werden aber natürlich auch darauf später eingehen um 14.15 Uhr. Übrigens haben wir gestern auch einen Wert aufgenommen, auch einen DAX-Wert in dem Kontext. Also einzelaktien spezifisch sind wir da auch aktiv geworden. Auch das werden wir natürlich später dann in dem Kontext updaten. Was wir jetzt aber noch nicht updaten können, weil wir es gerade heute erst vorstellen werden, das ist die HelloFresh. Und das ist eben eine Aktie, die jetzt endlich mal auch angefangen hat, hier Richtung Erholungskurs aufzugehen. Mittlerweile eben wieder bei den 40. Und das macht es natürlich spannend, gerade weil wir auch nicht vergessen dürfen, in dieser Zwischenzeit, klar, gab es eben gewisse Kurszielanpassungen. HelloFresh selber hat aber gerade, was den März betrifft, weitaus bullischere Kursziele weiterhin noch offen. Also gerade in diesem Monat nur allein Deutsche Bank, Bärenberg, JP Morgan, allesamt Kandidaten, die zwischen die 90 und die 40 Euro spannen. Und das ist eben der Punkt. Aktuell sind wir halt eben ziemlich genau bei den 40. Also macht es weiterhin offen, gerade hier eben von höheren Kurszielen zu sprechen. Wird natürlich die Frage sein, ob wir das zwingend jetzt noch in dem März sehen oder ob sich das wohl in den Frühjahr hineinziehen wird, also in April und Mai. Aber unabhängig davon sprechen wir jetzt eben von einem Einstiegspotenzial, was uns jetzt dort attraktiv zeigt. Wir sehen, dass dieser kurzfristige Abwärtstrend, also der sich sozusagen am Februar, nicht direkt zum Jahresstart, sondern hier zum Februar nochmal wieder bestätigt hat nach diesem Hook-Reversal, dass wir dort wieder angekommen sind und dass wir hier zumindest die letzten Tage, also auch hier mit diesem Mittwochsschub, dürfen wir auch nicht vergessen, eben wieder hier oben angekommen sind. Also dass wir auch konträr zum DAX wieder an dem Punkt hier anknüpfen und dort sehen wir auch vom CRV eben auch eine attraktive Trading-Chance. Gerade das Verhältnis vom Gewinn zu Verlust, aber darauf werden wir später um 14.15 Uhr eingehen. Also wenn es dann wirklich um die konkrete Praxis geht, wie sehen wir da einen Einstieg, ja, mit welchem CRV, mit welchen Gewinnchancen sehen wir da konkret auch unsere Handelsstrategie, dazu dann aber auch natürlich später mehr. Das war es jetzt auch erstmal soweit von der charttechnischen Perspektive und was wir eben damit vorhaben, das werden wir dann später um 14.15 Uhr besprechen und zwar mit folgendem Zertifikat, dem MD2DE2, also in dem Fall sogar einen kleineren Hebel, einen gewählten Hebel von 3,08 und einer K.O.-Schwelle von 28,03 €. Und Näheres dann dazu später zu unserer Sendung, wo wir dann, wie gesagt, gerade im Kontext des Hexensabbats, des großen Terminverfalls, mal über den Gesamtmarkt sprechen werden und eben über unsere Trading-Gedanken. Also schaltet dazu um 14.15 Uhr zu heavytraders.live. Bis dahin.